Okay Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Minecraft Retro und heute geht es mal wieder ganz normal weiter. Also ja, was heißt normal? Also ich kommentiere mal wieder das Ganze im Voraus, das heißt ich kann einmal mehr nicht sagen, was euch erwartet jetzt im Bild. Aber ich meine, ne, ist ja auch egal. Ich bin jetzt hier nebenbei wieder in meiner Sepp-Welt unterwegs und zock natürlich da eine Runde, damit ich hier noch entsprechend viel die Zeit nutze, ne, wie immer. Also da hat sich zu sonst jetzt nicht viel geändert. Na gut, gucken wir mal, wie es jetzt hier läuft heute. Ich weiß noch nicht, was ich als Thema anspreche. Das Problem ist, dass ich jetzt hier viel, viel später aufnehme, als ich eigentlich wollte. Ich hatte ja vorhin das alles gemacht mit den Videos und so. Hier diese Special-Lösung für heute, weil ich nicht an meine Aufnahmedatei komme, was ich an Boom Beach erzählt habe. Das habe ich jetzt tatsächlich umgesetzt und ich bin auch eigentlich ganz zufrieden. Ich muss dann noch ein bisschen ein Video für morgen einstellen, was ich ja zum Glück gefunden habe auf meiner Festplatte, ne? Da dachte ich ja schon gar nicht mehr dran, dass es das überhaupt gibt. Und ich habe es einfach wiedergefunden und dachte so, naja, jetzt lade ich es zwar in der falschen Reihenfolge hoch, aber ich will es ja nicht jetzt wegwerfen. Also besser jetzt als gar nicht hochladen und deswegen hat es jetzt einfach nur gepasst. So muss ich jetzt auch für morgen kein Video schneiden. Das hat mir echt gut ja, zugespielt, sag ich mal. Und ja, sowas würde ich gerne öfter erleben, mal. Dass man einfach mal noch was findet, so ein Zufall, weißt du, es ist schon nicht schlecht. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch einen Nachteil dadurch, weil die Folgen jetzt in einer falschen Reihenfolge sind. Das stört mich schon. Also, wenn die dann auf dem Kanal so verschieden hochgeladen wurden, ja, ist nicht so geil, weil ich hatte halt schon die Aufnahme danach geschnitten, war halt eine Together-Aufnahme und erst jetzt habe ich die davor, die chronologisch zurückliegt quasi, entdeckt. Also, naja, ist halt so, kann man nicht ändern und ich schau mal, was ich so hier machen kann, eventuell. Ich weiß auch, by the way, gar nicht, was ich jetzt in der Folge machen soll. Das Gameplay werde ich mir dann irgendwann erspielen. Ich hoffe, ich renne da nicht wieder nur rum und mache nichts, so wie gerade hier in Zap. Da bin ich nämlich nur am Suchen. Das stört mich immer. Also ich möchte dann schon irgendwas machen, wenigstens. Und ja, um dem ganzen Wahnsinn hier mal ein Ende zu setzen, kill ich mich einfach, ne? Beziehungsweise ich gehe in Game Mode Spectator. Ja, sorry, dass ich jetzt hier das andere Spiel kommentiere, ne? Das wollte ich eigentlich immer nicht machen. Das heißt, ich will schon dann immer, ja, neutral bleiben, sage ich einfach mal, vom Kommentarstil her, dass man quasi diese Stimme unter alle Gameplays legen könnte, wenn man wollte, ne? Oder wollte. Das regt mich irgendwie auch immer auf, das ist eigentlich komplett der falsche Gebrauch des Wortes. Naja, egal. So. Naja, es ist auf jeden Fall schon wieder ziemlich spät. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr so genau, was ich ansprechen kann oder soll. Vorhin hätte ich irgendwie bessere Themen gefunden, was eigentlich komisch ist, denn normalerweise kann ich abends viel bessere Themen ansprechen. Aber vorhin war ich halt einfach einmal so im Flow und da war es ja auch jetzt nicht gerade morgens oder so, weißt du. Aber ich hatte überlegt heute Morgen, ob ich da aufnehmen soll schon. Hätte ich eigentlich auch schaffen können, wenn ich mal eher aufgestanden wäre. Aber ja, ich habe dann eben nicht mal angefangen, weil dazu hätte ich noch Zeit gehabt. Nur, ja, es wäre mir halt zu blöd gewesen, weil ich dann echt nicht gewusst hätte, was ich sagen soll. Und ja, was sich jetzt eben im Laufe des Tages noch ergeben hat, das waren ja dann viel, viel bessere Themen, würde ich mal schätzen. Und deswegen habe ich dann mich doch so richtig entschieden. Also generell, irgendwie früh morgens nimmt sich schlecht auf, ne? Das muss man schon sagen. Habe ich schon öfter mal mit dem Gedanken gespielt und immer wieder bin ich eines Besseren belehrt worden. Und ja, ich glaube, ich muss das jetzt nicht mehr so oft in Erwägung ziehen, dann noch irgendwie was hinkriegen zu wollen. Denn es ist halt einfach so, man kann morgens nicht so klar denken, sag ich mal, und hat nicht so viele Themen im Kopf. Das kommt eben erst im Laufe des Tages, wenn das Gehirn sich genug Sachen, ja, überlegt hat und so, weißt du. Da ist das einfach viel, viel besser. Natürlich gibt es auch Tage, wo man zum Beispiel vormittags ganz gut aufnehmen kann, ne? Oder es gibt auch bestimmte Videos. Wenn man jetzt schon am Tag davor genau weiß, was man machen will, dann geht das auch, ne? Aber wenn ich jetzt einfach hier so ins Blaue hineinrede, ist es schon besser, das so wie jetzt zu machen. Ich meine, jetzt kann ich hier trotzdem ununterbrochen reden, obwohl ich eigentlich gar keine Ahnung habe, worüber ich rede. Also nicht in dem Sinne, dass ich keine Ahnung habe, sondern einfach nur, dass ich eigentlich jetzt kein Thema hätte, so kein Grundthema. Ich habe auch nicht so einen richtigen roten Faden in dem Video, beziehungsweise ich suche mir alle Minute mal einen neuen roten Faden hier raus. So ungefähr kommt es mir vor. Naja, ist halt so. Aber was willst du machen, ne?
So, Alter, ich habe jetzt einfach schon wieder 5 Minuten rum. So kriegt man es auch hin, ne? Das ist echt krass. Also manchmal, ne, bin ich erstaunt von mir selber, wie das funktioniert. Ja. Naja, mal gucken. Jedenfalls, was ich noch vielleicht mal ansprechen kann, das hatte ich sowieso schon mal irgendwann ansprechen wollen. Fällt mir gerade so ein. Das ist nämlich eine Sache, die mich ziemlich beschäftigt wieder, diese Woche und letzte auch und generell. Aber vor allem seit 3 Wochen oder so schaffe ich das überhaupt nicht mehr. Und zwar geht es ja um diese Videosortierung, ne? Ihr kennt ja meine später ansehen Videos, die ich früher mal gemacht habe, also jetzt schon eine ganze Zeit lang nicht mehr. Und ja, da war ja meine später ansehen Liste schon immer so voll. Und irgendwann bin ich eben übergegangen dann, das war so 2019 im, keine Ahnung, März oder so, da habe ich, oder noch eher, ja, keine Ahnung, irgendwas so um den Jahreswechsel 2018-19, keine Ahnung, also, ja, jedenfalls, was wollte ich sagen, damals war ich, sah ich mich gezwungen, so ein bisschen da mehr Ordnung reinzubringen und mal mehr Überblick zu kriegen und habe dann einfach angefangen, die ganzen Videos zu sortieren, ne, also, ja, ziemlich hart zu sortieren, sage ich jetzt mal. Da habe ich also schon ziemlich drauf geachtet, dass ich vorankomme und da viel mache. Und das hat auch super geklappt eine ganze Zeit, also ja, eigentlich immer. Nur dieses Jahr bin ich extrem in Turbulenzen geraten, was die Sortierung angeht. Also das erste ist halt schon, dass ich immer sehr weit nachhänge mit den Videos. Also das geht schon seit diesem, nee, nicht diesem Jahr, seit ich das eingeführt habe, ein halbes Jahr später oder so hat das begonnen, dass ich dann immer so mit den Videos nachhänge. So, dann jetzt dieses Jahr hat es begonnen noch, 2021, dass ich mit den, mit der Sortierung nachhänge. Und zwar bin ich jetzt mittlerweile so 8 Wochen ungefähr im Rückstand. Das ist natürlich extrem blöd, wenn man, weil ich da ständig so extrem weit zurückscrollen muss in der Abo-Box, so, ne. Das nervt mich halt einfach nur noch. Ich meine, ich habe da keinen Bock mehr drauf und ich komme da aber auch nicht raus, weil das immer so lange dauert. Und dann mache ich immer viel am Stück, weil es sich ja nicht lohnt, die Abo-Box ja, ständig wieder runter zu scrollen. Das heißt, ich setze mich dann einmal in der Woche hin und mache eben für eine ganze Woche die Sortierung, statt zum Beispiel jeden Tag ein bisschen. Das wäre mir viel, viel lieber und würde viel, viel besser in meinen Alltag passen. Ja, aber geht halt nicht, weil ich jedes Mal so extrem lange scrollen muss und das lohnt sich einfach nicht. Vor allem kann ich zum Beispiel auch am Handy gar nicht. Oder wenn ich unterwegs bin, dann zieht es viel zu viel Datenvolumen. Und außerdem lohnt sich es dann nicht, weil ich erstmal ungefähr eine Viertel oder 20 Minuten, also Viertelstunde oder 20 Minuten am Handy runterscrollen müsste. Am PC geht es etwas schneller. Vor allem kann ich da die Maus auch festlocken und dann scrollt er automatisch mit dem hier mittleren Mausrad. Ne? Das ist viel, viel entspannter da. Ja, aber am Handy, wie ich das gerne mal sehr, sehr viel öfter machen würde, da funktioniert das einfach nicht und das regt mich auf. Ja, ich will das endlich wieder täglich machen können, aber ich muss eben erst diese 8 Mal überwinden oder so. Also ich muss 8 Wochen erstmal so sortieren am Stück, bevor ich das hinkriege, ne? So, und da bin ich halt zur Zeit am Suchen, wenn ich da mal so lange am Stück immer Zeit habe, um das direkt in einem Rutsch zu machen, weil ich will halt dann auch nicht irgendwie 3 Mal am Tag anfangen oder weißt du, so in der Art, das ist halt dann auch blöd und vor allem kommt man dann auch nicht so dazu. Ich würde das halt gerne am Stück machen und normalerweise hätte ich dafür auch Zeit, zum Beispiel heute, aber man wird dann immer abgehalten. Also in letzter Zeit, ja, kriege ich auch viel, viel öfter, werde ich viel, viel öfter sozusagen auf Discord erwartet, schon kann man sagen, ne? Da wollen andere Leute ständig, dass ich auf Discord online komme und mit denen aufnehme oder so. Oder, ja, genau, Discord und dann auch in echt natürlich so ein paar Treffen, die mich dann ein bisschen überfordern. Also das kommt halt alles gerade so zusammen. Ich meine, natürlich ist es cool, wenn man so auf Discord sich treffen kann mal, aber muss das jetzt wirklich so oft sein, wie es aktuell ist bei mir? Also ich weiß ja nicht. So, und dann eben noch diese Sache mit anderen Sachen hat man ja dann auch mal irgendwie ein Treffen mit anderen Leuten oder so, weißt du, da kann man das dann auch nicht machen. Oder mal sowas, ne. Das Problem ist, ich muss das halt immer noch zusätzlich zum normalen Schneiden machen, was ich ja auch noch aktuell ziemlich, ja, sportlich betreibe, würde ich mal sagen. Und das ist eben das Problem, der Kernknackpunkt. Ohne das Schneiden wäre es noch ein bisschen einfacher, aber mit dem Schneiden, Alter, Halleluja, da
muss man echt einen Spagat hinlegen, dass man das noch irgendwie hinkriegt. Und wenn man dann noch die Videos an sich gucken will, dann hat man eigentlich schon wieder fast verloren, ne? Deswegen, ich will das endlich von der Backe haben und dieses Semester das irgendwie schaffen, das Ding auszumerzen, so. Ich hab da keinen Bock mehr drauf, Alter. Ja, ich lass mich hier so einschränken davon, beziehungsweise, ja, es ist halt einfach nur nervig. Ich will das endlich wieder aktuell machen. Vor allem, ich will ja auch, wenn ich in die Abo-Box gucke, das direkt sortieren und nicht mehr denken, ach shit, ich kann das jetzt noch nicht sortieren, weil noch 100 Wochen davor kommen, so ungefähr. Ne? Ja, also ich kann da auch noch mal drüber reden. Ich wollte mich jetzt da erstmal so ein bisschen auskotzen. Ich kann da, denke ich, demnächst noch mal dran anknüpfen, weil das eigentlich ein ganz interessantes Thema ist. Und dann kann ich auch mal gucken, wie ich bis dahin vorangekommen bin. Das wäre eigentlich noch mal interessant. Ja, und da kann ich auch noch mal näher drauf eingehen, falls jetzt noch einiges unklar geblieben ist. Denn ich glaube, ich konnte jetzt hier nur ganz grob ein bisschen was erklären und nicht die tiefer gehenden Zusammenhänge. Aber ja, das kriegt man schon noch alles irgendwann hin. Jedenfalls würde ich dann jetzt sagen, danke fürs Zusehen, wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.